Geht es Ihnen auch so, meine Damen und Herren, jedes Jahr, wenn wir in der Steuererklärung sitzen, stellen wir fest, die Rückerstattung ist relativ gering, die Steuererstattung, die wir uns wünschen würden, fließt nicht. Wir haben eine sehr hohe Steuerlast. Dabei gibt es so viele Möglichkeiten, die Steuern zu reduzieren. Ganz legal, 90% der Steuergesetze sind eigentlich Anleitungen zum Steuernsparen. Und was Sie tun können, wie Sie als vermögende Privatpersonen, auch als führende Angestellte, als Unternehmer, Unternehmerin, was Sie tun können, um Ihre Steuerlast massiv zu reduzieren und darauf aus diesen gesparten Steuern ein Vermögen zu machen, das zeigen wir Ihnen im neuesten Asset Protection Kongress, eine Veranstaltung der Denkfabrik Vermögensschutz des Asset Protection Clubs. Mein Name ist Peter Hertling, ich bin der Gründer dieses Clubs und ich freue mich besonders, Ihnen kurz das Programm zu zeigen, was wir für Sie vorbereitet haben. Wir haben hier am 16. fünf Speaker. Sie können diese Videos das ganze Jahr auch angucken. Geben Sie diese Information doch an Ihre Freunde, an Ihre Verwandten, an Ihre Liebsten weiter. Das Ganze, die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung finden Sie auf der E-Mail, die wir Ihnen gesandt haben. Also, ich werde sprechen über viele verschiedene Möglichkeiten, eine quasi Auflistung, Ideen, Anregungen. Und da ist wichtig, dass Sie Kugelschreiber und etwas zu schreiben, eben ein Blatt Papier dabei haben, um für sich zu notieren, Mensch, aha, das wollte ich sowieso immer schon umsetzen. Trainieren Sie Ihren Steuersparmuskel, setzen Sie alles um, was möglich ist. Und Sie werden staunen. Diese Informationen bekommen Sie normalerweise von Ihren Steuerberatern nicht so einfach. Wir sprechen über steueroptimiertes Vererben von Vermögen, über abgeltungssteuerfreies Ansparen in Investmentdepots, Steuerrückflüsse über Photovoltaik mit Investitionsabzugsbeträgen, Denkmalschutz und damit verbundene Steuererleichterung, steuerfreie Sachbezüge in Unternehmen und so weiter und so weiter. Also, wer sind die Referenten? Einmal ich, dann kommt dazu Stefan Weinfurtner. Er ist ein derart bekannter Experte zum Thema Denkmalschutz, dass er sogar von Behörden herangezogen wird, weil es ist wichtig, diese ganzen Dinge, die wir besprechen, müssen nachhaltig funktionieren, auch ohne Steuervorteil. Und damit es geht, brauchen Sie natürlich Wissen. Und Stefan Weinfurtner macht seit vielen Jahren zum Thema Immobilien- und Denkmalschutz Furore. Er wird darüber sprechen, wie Sie unglaublich schöne Immobilien in zentralen Lagen mit Denkmalschutz versehen in Vermögen umwandeln, indem Sie Steuern verwenden, die Sie normal bezahlen würden. Wir haben Christian Helbig als Referent. Er ist Präsident des Bundesversorgungswerks und zeigt Ihnen, wie Sie zum Beispiel Abfindungen steuerfrei beziehen können mit bestimmten Formen der Altersversorgung. Er zeigt Ihnen Haken und Ösen auf. Sie können über ihn alles als Unternehmer oder als Angestellte alles prüfen lassen. All die Fallstricke umgehen, die es zum Thema Altersversorgung gibt, all das wird hier angesprochen. Wir haben dabei Oliver Jakob, er ist Steuerberater und spricht über ein Thema, das Sie garantiert, möchte ich wetten, so doch nicht gehört haben von Ihren Steuerberatern, nämlich wie Sie steueroptimiert Vermögen aufbauen mit Edelmetallen. Und das ganz einfach. Wie kann sowas gehen? Wie bekommen Sie Vermögen, Betriebsvermögen legal ins Privatvermögen mit Edelmetall? Wie funktioniert sowas? Das wird Herr Jakob ansprechen. Und last but not least haben wir hier von Goldman Sachs den Sofian El-Mohabiti. Als Steuerberater ist er spezialisiert, Unternehmenssteuern zu verringern. Er zeigt Ihnen, ich nenne mal ein Beispiel, wie Unternehmen ihre Steuer ganz legal auf Sätze von 5% oder 1,6% reduzieren. Wie sowas funktioniert, sehen Sie am nächsten Asset Protection Kongress am 16.03.2024. Zeigen Sie oder geben Sie diese Information doch weiter an Ihre Freunde, Ihre Bekannten, Ihre Liebsten, an den Erbonkel, weil es geht auch um Erben und Vererben, wie es steuerfrei bleibt oder steuerarm. Und ich freue mich auf Sie. Wir sehen uns.